Bonsoir, Monsieur, Dame, Setan, Sacre de la Chorale Profane. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcastes ist Altfranzösisch und ich habe mir ein Wörterbuch gekauft vom französischen Staatsverlag Larousse, Larousse Advanced Dictionary, French, English, Anglais, Français. Das ist dieses Wörterbuch. Und in der Mitte gibt es das, wie heißt es, Cultural Supplement Cahier Culturel. Und da gibt es Milestones of the English Language, Jalon de la Langue Anglais. Und es ging davor, in der letzten Folge, um die berühmte King James Bible, La Bible du Roi Jacques. Die berühmteste Barockbibel und ehrlich gesagt auch die einzige, die ich kenne. Es gibt aber angeblich noch mehr davon. Und jetzt geht es um Englands Greatest Diarist, La Plus Grand Chroniqueur Anglais, in den Milestones of the English Language, Le Jalon de la Langue Anglaise. Der Text ist auf Englisch und auf Französisch. Ich werde ihn in beiden Sprachen versuchen vorzulesen. Der französische Text ist ein bisschen besser als der englische. Das merkt man. Ist ja auch ein französischer Verlag. England's greatest diarist. English naval administrator and member of parliament Samuel Pepys, 1632-33 till 1703. Was a man of great culture and insatiable curiosity. A fervent bibliophile, he left over 3,000 volumes on his desk, including the celebrated diary which he kept over one of the most turbulent periods of England history. Endless, vivid, the diary provides the best account available of London during the Great Plague and the Great Fire that destroyed much of the city of London. Also es geht um Samuel Pepys, English naval administrator und Parlamentsmitglied. Le plus grand chroniqueur anglais. Officier d'administration navale et membre du Parlement, Samuel Pepys, 1633-1703, était un homme d'une grande culture et d'une curiosité insondable. Fervent bibliophile, il laissa à sa mort plus de 3000 volumes, notamment le célèbre journal qu'il avait tenu durant une des époques les plus troublées de l'histoire de l'Angleterre. D'une grande vivacité, son journal nous livre un témoignage précieux et unique sur la grande peste qui frappa Londres et le grand incendie qui ravage la ville. Und was mir besonders gut an dem Buch gefällt, es gibt Abbildungen von Originalquellen aus Museen und Archiven und man sieht ein Bild von Samuel Pepys, Esquire, English Diarist, Samuel Pepys, Esquire, Chroniqueur Anglais und das ist dieses Bild hier. Und es geht weiter mit Samuel Johnson, 1709 bis 1784, Modern Lexicography, also es geht um Dictionaries, die Dictionär Wörterbücher oder Lexika. Ja. Das ist aber die nächste Frage.